Hi, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Rund Alex Briefmarken-Ecke. Ich bekomme jetzt immer wieder Anfragen nach dem Motto, ja, wie kann ich denn jetzt erkennen, ob diese Briefmarke oder diese Sammlung wertvoll ist? Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich heute nicht vor euch stehen und dieses Video drehen. Denn diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Da es unzählige Briefmarken gibt, zum einen, und zum anderen gibt es noch besondere Spezialitäten bei den Briefmarken selbst, die sich jetzt nur mit Spezialliteratur identifizieren lässt. Es ist daher nicht einfach, eine Aussage darüber zu treffen, ob die Briefmarke wertvoll ist oder nicht, da dies von sehr, sehr vielen Parametern abhängt. Ich möchte euch heute jetzt einen Werkzeugkasten in die Hand geben, mit dessen Hilfe ihr selbst eine Einschätzung machen könnt, ob die Briefmarkensammlung, die euch vorliegt, wertvoll ist oder eher weniger wertvoll ist. Schon Konfuzius sagte ja schon 151 vor Christus, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann das Fischen und ernährst ihn für sein Leben. Und genau das möchte ich heute nun zusammen mit euch versuchen. Also das Fischen werde ich euch heute jetzt eher nicht beibringen, sondern natürlich vielmehr, wie ihr mit Hilfe von einigen Tipps und Tricks und einigen Werkzeugen selbst herausfinden könnt, ob die Briefmarkensammlung, die vor euch liegt, wertvoll ist oder eben nicht. Bevor wir jetzt über den Wert von Briefmarken reden und wie der herausgefunden werden kann, so werfen wir als erstes einen Blick auf die Qualität. Nämlich die Qualität ist entscheidend, später dann auch für den Wert einer Briefmarke. Und diese qualitative Überprüfung einer Briefmarke, tja, die kann von jedem, selbst unerfahrenen Sammler durchgeführt werden. Vor euch seht eine aktuelle Ausgabe der Bundesrepublik Deutschland. Die hier abgebildete Briefmarke weist einige Qualitätsmängel auf. Zum einen hat die Marke einen Einriss, wie hier zu sehen ist. Rechts daneben fehlt der Briefmarke ein Zahn. Gerade fehlende Zähne sind ein sehr großer Qualitätsmangel. Und abschließend, was auch sehr oft bei Briefmarken vorkommt, ist, dass komplette Stücke abgerissen sind. Auch dies ist bei diesem Beispiel der Fall, wie ihr rechts unten erkennen könnt. Wie ihr also sehen könnt, lassen sich diese drei Qualitätsmängel ganz einfach per Sichtprüfung herausfinden. Und diese Briefmarke, wie ihr sie hier seht, die gehört nicht in ein Briefmarkenalbum, diese gehört in die Papiersammlung. Wie ihr sehen konntet, es ist wirklich jetzt sehr, sehr einfach, die Qualität von einer Briefmarke zu überprüfen. Ganz wichtig hierbei jetzt aber, bei postfrischen Briefmarken verwendet eine Briefmarkenpinzette, bevor ihr die Briefmarken aus dem Briefmarkenalbum herausholt. Als nächstes werfen wir nur einen Blick auf dieses Album hier, das ich euch heute mitgebracht habe, denn dieses Album wurde auch mir vorgelegt, um hierbei eine erste Wertermittlung vorzunehmen. Vor euch seht ihr jetzt einen klassischen Auszug einer unstrukturierten Sammlung. Unstrukturiert bedeutet hierbei, dass die Briefmarken wild durcheinander zusammengesteckt sind. Als Beispiel, wir haben hier Ausgaben aus Griechenland, Ausgaben aus San Marino, den Niederlanden oder auch aus Zypern. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, wie ihr den Wert einzelner Briefmarken hierbei bestimmen könnt. Dies geht ganz einfach über die Website Stampword. Hierzu suchen wir uns jetzt die Briefmarke aus Zypern aus dem Jahr 1983. Und genau diese werden wir jetzt gleich auf Stampword suchen. Jetzt wollen wir den Wert der zuvor gefundenen Briefmarke aus Zypern herausfinden. Hierfür gehen wir in unserem Browser auf www.stampword.com. Nun öffnet sich die Website von Stampword und hier seht ihr ganz unten schon zum Katalog gehen. Und genau dies wählen wir jetzt aus. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht über alle Länder, die in Stampword geführt sind. Wir suchen jetzt nach Zypern, Griechisch. Dies wählen wir nun aus. Daraufhin erscheinen alle Ausgaben aus Zypern. Im Detail suchen wir jetzt aber natürlich eine Ausgabe aus dem Jahr 1983. Hierzu gibt es auf der rechten Seite eine Navigation, die wählen wir jetzt aus, 1980 bis 1989. Im nächsten Schritt haben wir nun die Möglichkeit, direkt das Jahr auszuwählen und hier gehen wir dann auch direkt auf 1983. Nun sehen wir alle Ausgaben, die im Jahr 1983 erschienen sind. Im nächsten Schritt müssen wir nun unsere Briefmarke, die wir in unserem Album zuvor gefunden haben, natürlich hier wiederfinden. Also gehen wir durch die Briefmarken, die hier abgebildet sind, durch. Etwas weiter nach unten und hier haben wir sie nun gefunden. Interessant hierbei ist jetzt natürlich die Preisnotierung. Zum einen haben wir die Notierung für postfrisch. Hierbei wird der Wert der Briefmarke mit 50 Cent geführt. Daneben die Bewertung als ungebraucht
Und neben Ungebraucht befindet sich die Bewertung für Gebraucht. Gebraucht bedeutet in diesem Fall gestempelt. Somit ist die Briefmarke, die wir in unserem Album gefunden haben, hierbei 50 Cent wert. Wichtig hierbei jetzt aber anzumerken, bei der Website handelt es sich um Händlerwerte. Händlerwerte sind nicht immer deckungsgleich mit den Werten, wenn ihr Briefmarken zum Beispiel direkt auf eBay verkauft, denn der Händler möchte ja auch noch etwas verdienen. Aber ihr könnt euch so schon mal einen Überblick darüber verschaffen, ob die Briefmarke, die euch vorliegt, einen gewissen Wert hat oder eher weniger wert ist. Bei dem zuvor gezeigten Album handelt es sich also um eine klassische Jugendsammlung. Doch gibt es jetzt noch weitere Arten von Sammlungen und wie kann man jetzt deren Wert bestimmen? Tja, hierfür habe ich euch jetzt ein weiteres Album mitgebracht. Genauer gesagt, ein Album aus meiner Sammlung. Und hier nun ein Blick in meine Sammlung Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1963. Im Gegensatz zur zuvor gezeigten Jugendsammlung, die sehr unstrukturiert war, könnt ihr hier nun ganz klar erkennen, jede Briefmarke trägt einen Vermerk, wann die Briefmarke herausgegeben wurde, wie lange sie gültig war und welche Michelnummer sie besitzt, also welche Katalognummer diese Briefmarke hat. Die Sammlung ist komplett. Ich zeige euch jetzt aber nicht alle Seiten, sondern nur mal die erste, dass ihr schon mal erkennen könnt, wenn eine Sammlung ganz klar strukturiert ist, habt ihr dann auch die Möglichkeit, auf den ersten Blick festzustellen, ob sie komplett ist oder nicht, wenn sie mit entsprechenden Hinweiskarten vermerkt ist. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr den Handelswert eines kompletten Jahrgangs mit Hilfe von eBay herausfinden könnt. Zur Wertermittlung gehen wir direkt auf die Seite von eBay. Wenn wir dort angekommen sind, sehen wir rechts oben schon das Feld Sammeln und es öffnet sich dann schon die Unterkategorie. Hier könnt ihr dann links auch schon Briefmarken erkennen und das wählen wir auch direkt aus. Wir haben jetzt noch die weiteren Möglichkeiten, natürlich es weiter einzugrenzen. Briefmarken ist ein sehr großes Thema, also wählen wir hier dann auch direkt Deutschland aus. Wir wissen jetzt, dass wir Briefmarken aus Deutschland ab 1945 suchen, also können wir hier auf der linken Seite schon auswählen, Briefmarken aus Deutschland ab 1945. Jetzt haben wir das Ganze schon mal soweit eingeschränkt. Jetzt sind wir natürlich etwas zu faul und geben ganz einfach in der oberen Suchzeile Bundesrepublik Deutschland und das Jahr 1963 ein und anschließend gehen wir auf Finden. Nun gehen wir direkt nach unten und schauen, ob wir den Jahrgang direkt finden können. Na, noch nicht ganz. Aber hier sehen wir schon Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 1962 und 1963 komplett postfrisch. Und beide Jahrgänge können komplett für gerade mal 1 Euro erworben werden. Aufgrund dessen, dass wir nun den reellen Handelswert bei eBay herausgefunden haben, wissen wir genau, der Jahrgang 1963 in unserem Album, ja, wir werden wohl nicht mehr als 1 Euro dafür bekommen. Viele Briefmarken wurden auch schon geprüft. Diese Marken tragen dann sehr oft auf der Rückseite einen Prüfstempel. Wollt ihr mehr zum Thema Briefmarkenprüfung erfahren? Ja, dann schaut mal bei diesem Video hier vorbei, da erhaltet ihr viele weiterführende Informationen. Und hier seht ihr jetzt so eine Briefmarke mit einer rückseitigen Signatur. Und ich werde euch jetzt zeigen, wo ihr weitere Informationen zu dieser Signatur erhalten könnt. Zur Signaturüberprüfung gehen wir auf die Webseite briefmarken-proefer.de und dann seht ihr auf der hier abgebildeten Seite. Wir wissen nun, dass auf der Briefmarkenrückseite, wie hier zu sehen ist, Dr. Dapp steht. Also geben wir das doch ganz einfach mal in die Suche ein und schauen, was passiert. Und nun bekommen wir schon die Suchergebnisse angezeigt. Und wenn wir etwas nach unten scrollen, dann sehen wir, dass dieses Prüfzeichen unserem Prüfzeichen doch schon sehr ähnelt. Dann können wir uns hier den Prüfer anzeigen lassen. Wie wir sehen, Herr Dr. Dapp war schon etwas älter und er hat auch einiges geprüft. Die gezeigte Briefmarke stammt aus dem Sudetenland, genauer aus Rumburg. Und das war auch das Gebiet, das Herr Dr. Dapp geprüft hat. Mit Hilfe dieser Website könnt ihr also weiterführende Informationen zum entsprechenden Prüfer herausfinden und könnt natürlich auch überprüfen, welche Gebiete hat er überhaupt geprüft. Wurde vielleicht ein Prüfzeichen gefälscht? Denn auf dieser Seite sind viele Prüfzeichen auch abgebildet, sind auch im Detail beschrieben.
Weil Herr Dr. Dapp hat nicht nur signiert mit seinem Namen, er hat auch kleine Marienkäfer auf der Markenrückseite abgeschlagen. Bei noch aktiven Prüfern wird natürlich dann auch hier die entsprechende Anschrift des Prüfers aufgeführt. Und wenn ihr euch denn nicht sicher seid, so könnt ihr auch nochmal in Kontakt mit dem entsprechenden Prüfer treten, der die Marke zuvor geprüft hat. Wenn ihr jetzt aber den direkten Kontakt zu anderen Sammlern sucht und euch lieber direkt austauschen möchtet, so könnt ihr ganz einfach über die Homepage vom Bund Deutscher Philatelisten den nächsten Ortsverein heraussuchen und dann könnt ihr dort direkt vorbeigehen, wenn die dortigen Treffen stattfinden und dort eure Fragen platzieren. Die Website des BDPHs findet ihr sehr, sehr einfach. Gebt dazu im Browser einfach www.bdph.de ein. Nun suchen wir den Ortsverein in eurer Nähe. Hierzu geht ihr auf Gemeinschaft und dann weiter auf die Ortsvereine. Jetzt werden euch natürlich alle Ortsvereine angezeigt. Ihr habt jetzt aber die Möglichkeit, unter dem Begriff allem das Ganze nochmal einzuschränken. Und jetzt nehmen wir als Beispiel den Ort. Und nun suchen wir den Briefmarkenortsverein als Beispiel von Stuttgart. Und hier bekommen wir nun alle Ortsvereine aus Stuttgart angezeigt. Wenn ihr jetzt vorbeigehen möchtet, könnt ihr zum Beispiel hier den Württembergischen Philatelistenverein Stuttgart 1882 e.V. auswählen. Dann wird euch angezeigt, wo sich der Verein trifft. Weiterhin habt ihr dann natürlich auch hier dann direkt die Möglichkeit, mit dem Verein in Verbindung zu treten, per E-Mail. Oder rechts seht ihr auch nochmal die entsprechende Kontaktperson und hierbei ist auch eine Telefonnummer hinterlegt. Ja, ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man den richtigen Werkzeugkasten hat, mit dem richtigen Werkzeug, um sich einen ersten Überblick über eine Sammlung zu verschaffen. Natürlich gibt es jetzt auch noch die schwierigen Fälle und da kommt ihr mit diesem Werkzeugkasten natürlich nicht weiter. Dort helfen euch dann wirklich nur Spezialisten oder die entsprechende Spezialliteratur weiter. Und gerade beim Thema Spezialisten, da füge ich euch jetzt in der Videobeschreibung noch einige Quellen mit an, wo ihr dann direkt auch online eure Fragen platzieren könnt. Aber ganz wichtig, hierbei gibt es immer wieder Gruppenregeln. Lest diese bitte zuvor, denn es gibt immer wieder spezielle Bereiche, wo solche Fragen platziert werden sollten. Wenn ihr jetzt aber schon immer mal sehen wolltet, wie man so eine Sammlung wirklich Schritt um Schritt auseinandernimmt und den Wert ermittelt, tja, so möchte ich euch jetzt die Beiträge von Thomas ans Herz legen. Und hier oben in der Videobeschreibung findet ihr schon den direkten Link zu seinem YouTube-Kanal. Thomas analysiert jetzt wirklich komplette Sammlungen vor der Kamera und gibt auch wirklich realistische Werteinschätzungen zu diesen Sammlungen ab. Ihr müsst aber immer so ein bisschen Zeit mit Thomas mitbringen, weil manche Beiträge sind wirklich sehr, sehr lang, aber er geht wirklich detailliert durch ein Album durch und bewertet jede einzelne Briefmarke. Und so bekommt ihr wirklich dann auch mal einen Überblick darüber, wie man wirklich Step-by-Step eine Sammlung analysiert und den Wert ermittelt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt nun einen kleinen Werkzeugkasten in der Hand geben und einige Tipps und Tricks, mit deren Hilfe ihr auch wirklich selber herausfinden könnt, ob das, was vor euch liegt, etwas mehr wert ist oder etwas weniger wert ist. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal einen Kommentar da lasst, ob es geklappt hat mit der Analyse eurer Sammlung. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!